Ich möchte nun noch auf eine geologische Besonderheit zu sprechen kommen, die mir auf meinen vielen Reisen immer wieder begegnet ist und deren Erforschung ich mir zu meinem besonderen Anliegen gemacht habe. Es immer wieder und hab's schon oft getan. Es jucken mir die Glieder, es ist fast wie ein Wahn. Seh ich von Ferne einen oder auch aus der Nähe, könnt ich vor Freude weinen, bis ich dann vor ihm stehe. Oh, ich bin ganz hin und weg. Will's mir uns allen zeigen, mach mich sofort vom Fleck und muss ihn gleich besteigen. So ein Vulkan ist meine Leidenschaft, mit seiner Feuerglut und heißen Kraft. So ein Vulkan, der qualmt und raucht und pafft. So ein Vulkan, ein Vulkan. So ein Vulkan, der oftmals lange schlief, wird, wenn er wach wird, immer sehr aktiv. So ein Vulkan riecht dann nach Schwefelmin. So ein Vulkan, so ein Vulkan. Im Innern brodelt es und zischt nach außen durch die Spalten. Und wenn sich Gas mit Gasen mischt, dann gibt's für ihn kein Halten. Nach einem starken Lavarausch hat er dann einen Kater und hat durch einen heißen Tausch der Spitze einen Krater. Oh, auf dem Vesuv ist das der Fall. Am Ätna sowieso, so ein Berg hat einen Riesenknall, wie auch der Chimborazo. So ein Vulkan lässt sich oft lange Zeit, bis er dann eruptiert und spuckt und speit. Er schleudert Magma kilometerweit. So ein Vulkan, ein Vulkan. Ein Vulkan gibt es in Eis und Schnee, in Wüstengegenden und in der See. So ein Vulkan zerstört herauf Pompeji. So ein Vulkan, so ein Vulkan.